Schönen guten Tag zusammen. Wir sind uns nicht sicher. Im Moment müsste gerade das Bild unserer Präsentationsfolie vorliegen. Wenn gewünscht ist, dass wir uns noch persönlich vorstellen mit uns, dann müsste man kurz einmal umschalten. Ansonsten beginnen wir einfach ohne Gesicht. Doch, die sehen uns schon. So sieht es gerade aus. Ja. Okay, alles klar. Charlotte, stellst du dich vor? Ja, genau. Also wir heißen Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Charlotte Koop. Ich bin einmal Teil der Tablet-Teacher-Fortbildungsgemeinschaft und aber auch im Hauptamt eigentlich Lehrerin an der Realschule am Rennbuckel in Karlsruhe. Unsere Schule zeichnet sich dadurch aus, dass bei uns alle Schüler ab Klasse 8 ein iPad zur Verfügung haben, das jetzt schon im siebten Jahr. Wir haben sozusagen das iPad immer in Gebrauch, nicht jede Stunde, nicht jede Sekunde, aber dann, wenn es sich lohnt. Für uns ist das Arbeiten mit den digitalen Endgeräten relativ selbstverständlich und wir würden Ihnen heute gerne einen kleinen Einblick geben in das, was bei uns so gemacht wird. Nebenbei arbeite ich noch fürs ZSL und gebe dort Fortbildungen für das Arbeiten mit Tablets, vor allem mit dem iPad, und freue mich jetzt hier, Ihnen ein bisschen was erzählen zu dürfen. Auch ich freue mich. Mein Name ist Maximilian Stoller. Ich bin auch Lehrer an der Realschule am Rennbuckel. Ich habe Medienpädagogik studiert und war damals bei der ersten iPad-Klasse 2015 hier dabei. Gehöre auch zu den Tablet-Teachern und wenn ich nicht gerade Lehrer bin, dann arbeite ich für das ZSL Referat 24 und beschäftige mich dort mit dem Thema MOOCs. Fangen wir an, Charlotte? Jawohl. Alles klar. Unser Einstieg mit der App VideoScribe Anywhere kostet 1-2 Euro, ist wirklich eine Waffe, denn man braucht nicht wahnsinnig lange, um so ein Video zu erstellen. Diese Hand, die da man sieht, ist natürlich animiert, hat nichts mit unserer Hand zu tun. Ist also hier eine erste App, die wir ganz gerne Ihnen ans Herz legen wollen. Eine App, die sehr praktisch ist in Lehrerhand, sei es um den Start eines Elternabends zu begleiten oder einen Einstieg für eine Unterrichtsstunde zu finden. Oder bei Erklärvideos dann die entsprechende Szene da mit umzugestalten. Wir wollen uns heute dem Thema widmen, How to teach the digital natives. Alan Kay hat gesagt, Technology is only technology to those born before technology. Sie entschuldigen bitte mein Englisch, ich bin kein Englischlehrer. Und eben selbiges beobachten wir natürlich auch, wenn wir Kinder sehen, die ein Tablet in die Hand bekommen. Das sieht dann alles sehr intuitiv aus und alles sehr richtig aus. Aber das beweist auch, dass dieses Tablet kein Hexenwerk ist, dass es einfach so konzipiert ist von den Technologiekonzernen, dass man das eben auch sehr niederschwellig benutzen kann. Deswegen unser erster Wunsch, haben Sie keine Angst vor diesem Endgerät. Wir wollen Ihnen jetzt heute zeigen, was alles damit möglich ist in der Schule und nehmen Sie mit auf eine Reise durch verschiedene Fächer. Aber bevor es soweit ist, wollen wir einen kleinen Rückblick machen in die Didaktik und warum es sich lohnt, Schule neu zu denken. Keiner von Ihnen würde sich wahrscheinlich in einen OP-Saal von dem Bild auf der linken Seite legen mehr heute, sondern wir würden alle gerade in diesen Zeiten von Corona eher den rechten OP-Saal bevorzugen. Wenn wir aber in unsere Klassenzimmer gucken, dann sehen wir, dass sich dort nicht viel geändert hat. Ich denke, diese Bilder kennen Sie aus Ihren Schulen vielleicht teilweise auch noch. Ja. Und dementsprechend lohnt sich vielleicht auch der Blick, noch weiter zurückzugehen. Es gab eine Zeit, als die Schiefertafel abgelöst wurde von Heften und auch zu der damaligen Zeit gab es große Kritiker. Es gab nämlich den Vorwurf der Hefte, man würde da nicht mehr richtig alles auswendig lernen, man könne ja jetzt zukünftig nachschlagen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Einen eben solchen Paradigmenwechsel erkennen wir jetzt wieder. Es ist die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler ihre Handschrift verlernen, wenn sie alles auf einem iPad oder überhaupt auf einem Tablet machen.
Und für uns gilt grundsätzlich erstmal die Frage, wir tauschen hier nichts aus. Alle Medien sind für sich selbst berechtigt und wir wollen und propagieren ein und kein oder, um das mal deutlich zu machen. An unserer Schule haben wir nach wie vor Hefte, wir haben auch Bücher, aber wir haben eben auch ein Mobile Device in den Schultaschen immer griffbereit. Mit dieser ganzen Veränderung in unserem Schulsystem ist auch einhergegangen, dass wir die Forderung nach neuen Lernräumen haben. Denn unsere Kinder sind jetzt mittlerweile nicht nur noch statisch im Klassenzimmer in ihren Schulreihen, sondern wir merken, dass wir auch, gerade wenn man Tonbandaufnahmen macht, Geräusche aufspricht, Videos dreht, die Lernräume wechseln muss. Und so haben wir gemerkt, wir brauchen in unserem Schulhaus viel mehr Ecken, wo Schüler zusammenarbeiten können. Nicht jetzt während Corona, aber sonst im Normalfall. Vielleicht auch draußen Sachen drehen oder eben auch bearbeiten. Und da haben wir einfach gemerkt, das ist jetzt ein Foto aus dem Gymnasium in Dänemark, tatsächlich mit Sitzsäcken und hinten eher so einer Mensa-Lounge. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es macht einfach Sinn, wenn man sich da etwas umstellt. Mobiles Lernen braucht also mobile Räume und dieses folgende Video macht schon deutlich, wie sich unser Arbeiten verändert hat. Vielerorts hat der Computer oder das Smartphone viele Funktionen übernommen. Strukturen, Ablagesysteme, Kommunikationstools werden in einem Gerät zusammengefasst. Das sollte man berücksichtigen, immer wenn es darum geht, die Arbeitszeit an einem Endgerät sinnvoll einschätzen zu können. Manchmal bin ich verblüfft, wie lange ich an meinem Smartphone oder meinem Tablet saß, aber wenn ich dann genau mal reingehe und genau evaluiere, was habe ich eigentlich damit gemacht, dann stelle ich durchaus fest, ich habe gearbeitet und ich habe die Zeit gar nicht irgendwie untätig irgendwie und blind recherchierend irgendwie vergeudet, sondern ich habe wirklich gearbeitet. Ja, wir möchten Ihnen heute zeigen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben einfach das Tablet oder das iPad in der Hand von uns Lehrenden, also von den Lehrern, oder eben das Tablet als Mehrwert in der Hand von den Lernenden, also von unseren Schülern. Und dazu werden wir Ihnen jeweils verschiedene Beispiele zeigen. Was Sie hier sehen können, ist unser sogenanntes App-Curriculum. Als wir uns damals auf den Weg gemacht haben, als Schule iPads einzuführen, war dann auch schnell die Frage, okay, welche Apps brauchen wir denn eigentlich? Und wir haben uns dann nach mehreren Wochen der Recherche für bestimmte Apps entschieden, die sogenannte universelle Apps sind, die sich also in allen Fächern sehr gut nutzen lassen. Und diese Apps haben wir bestimmten Fächern zugeordnet. Das hat sehr viele Vorteile. Denn wir gewährleisten so, dass die jeweiligen Fachschaften in Klasse 8 diese App einführen bis zu den Herbstferien und wir also dann ähnlich eines Methodencurriculums nach den Herbstferien auf die Bedienfähigkeit dieser Apps von Seiten der Schülerinnen und Schüler zurückgreifen können. Das heißt, wir können davon ausgehen, selbst wenn ich die App nicht eingeführt habe als Lehrer, selbst wenn ich sie nicht bedienen kann als Lehrerin oder Lehrer, können meine Schüler sie auf jeden Fall nutzen. Zum Beispiel GarageBand wird vom Fach Musik eingerichtet und das nutzen wiederum später die anderen Klassen und Lehrer aus und die jeweiligen Fächer, weil damit einfach klar ist, wie man zum Beispiel Sounds gestaltet, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Ja, wir würden gerne mit einer App anfangen, GoodNotes 5. GoodNotes 5 ist eine App, die man als Lehrer sehr gut als Whiteboard nutzen kann, wenn ich jetzt nicht sowieso schon irgendwelche Whiteboards in meiner Schule habe. Meine Schüler verwenden tatsächlich jetzt im Moment, seit die Generation der Stifte bei den iPads eingezogen ist, auch Hefte. Man kann in GoodNotes einzelne Hefte führen für verschiedene Fächer. Wir haben alles an einem Ort. Sie können gut Sachen illustrieren oder strukturieren, färben. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Ich kann dokumentieren und ich würde Ihnen gerne hier jetzt zwei Beispiele zeigen. Das linke Beispiel ist tatsächlich ein Screenshot aus einem Heft in der Mathematik, jetzt bei uns an der Realschule, Klasse 9. Und die rechte Seite zeigt wiederum von einem Kollegen von uns an unserer Schule die Einführung ins Bruchrechnen, Klasse 6. Also Sie sehen, jeweils beide Male kann das verwendet werden zum Strukturieren oder Vorbereiten von Unterricht
Und adäquat dazu könnte man die Apps Notability oder auch OneNote nennen. Oder die Notizen-App. Und da ist es auch ganz wichtig für uns Lehrerinnen und Lehrer, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie arbeite ich, welche Tools benutze ich ganz gerne. Was wir also hier nicht werden machen, ist Apps zu propagieren im Sinne von, das sind die einzig wahren. Es gibt in jedem Bereich sehr viele verschiedene Anbieter. Wir haben für uns jetzt eben uns hier für GoodNotes 5 entschieden, weil uns die App einfach liegt, aber andere Apps können eben das Gleiche. Es sind einfach Tools, um zu Informationen zu strukturieren, vorzubereiten. Was ich hier an dem Beispiel noch interessant finde, Charlotte, darf ich das kurz erzählen, dass der Schüler eigentlich eine miserable Heftführung hatte. Miserable nicht, aber eher. Ja. Also nicht so ideal, also verbesserungswürdig. Und ihm ist es gelungen, mit diesem Heft da durchaus eine Struktur reinzubekommen und die dann auch in allen Fächern sich durchzieht. Ich möchte iMovie vorstellen, haben Sie sicherlich schon mehrfach gehört, ist nichts Besonderes. Für die naturwissenschaftlichen Fächern ist es aber sehr wohl ein interessantes Tool. Wir fokussieren uns jetzt auch heute in den 30 Minuten ausschließlich auf die naturwissenschaftlichen und technischen und mathematischen Fächer und eben nicht auf die Geisteswissenschaften. Für Versuche lässt sich das Tool nutzen, um Dokumentationen oder um Versuche überhaupt zu dokumentieren. Wir können Prozesse visualisieren. Wir haben das Tool, um ganz schnell und einfach Quick und Dirty Erklärvideos selber zu gestalten. Und ich mag auch die Funktion des Zeitlupeneffektes, zum Beispiel bei der Realisierung von Versuchen. Auf der nächsten Folie sehen Sie, was hier gemacht wurde im Chemieunterricht. Im oberen Fall hat der Lehrer einfach einen Schüler gebeten, das Ganze einfach aufzuzeichnen auf Video. Und die Schülerinnen und Schüler bekommen dann selbstverständlich das Video auch über AirDrop zugeschickt, was sie dann wiederum in einer anderen App, in dem Fall dem Book Creator, implementieren. Und die Zeitlupe ermöglicht uns, diesen ganzen Prozess, der da stattfindet, nochmal richtig anzuschauen und dann den Versuchsaufbau nochmal genau darzustellen. Oftmals verpuffen im wahrsten Sinne des Wortes die Versuche und es ist schade, wenn man die Möglichkeit nicht nutzt, das Ganze zu dokumentieren, aufzuzeichnen, um dann auch den Prozess für nachfolgende Unterrichtsstunden nochmal heranholen zu können. In der nächsten Folie gibt es auch ein interessantes Beispiel, was Kollegen bei uns an der Schule gemacht haben. Sie haben im Grunde genommen ein fertiges Video aus einem Versuch den Schülerinnen und Schülern wieder zur Verfügung gestellt und haben dann aber eben die Tonspur vollständig rausgelöscht und haben dann als Hausaufgabe aufgegeben, man solle doch bitte dieses Video eben neu bearbeiten zu einem Erklärvideo, sprich Texttafeln einbinden, Übergänge vielleicht einbinden und dazu zu sprechen und nochmal mit eigenen Worten wiederzugeben, was beinhaltete dieser ganze Versuch, der Versuchsaufbau, welche Prozesse finden hier eigentlich statt. Und das wurde mittlerweile als eine Möglichkeit bei uns in Betracht gezogen, um Ergebnissicherung herzustellen von solchen Versuchen. Ich möchte Ihnen gerne jetzt den Book Creator vorstellen. Mit dem Book Creator kann man E-Books erstellen. Das Tolle an dem Book Creator ist, dass man ganz vielfältig Dinge einsetzen kann. Das zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Sie können sozusagen Bilder einfügen, direkt vor Ort Bilder machen. Sie können ganz schnell mit dem Stift irgendwo reinschreiben. Sie können auch mit die Hand benutzen, wenn Sie keinen Stift haben. Sie können Text einfügen wie normal. Und das ganz Tolle, was man noch machen kann, man kann direkt Sound aufsprechen. Und dann dieses Ganze zu einem multimedialen Buch eben machen oder Mitschrieb. Ich kann ein Lernportfolio dort führen und ich kann eben alles als Schüler auch designen und somit das Konzept Learners as Designers verfolgen. An dieser Stelle sei auch betont, dass Book Creator die wahrscheinlich wohl toll, also für mich ist es mit einer der besten Apps, die es gibt. Sie ist sehr niederschwellig, sie ist sehr einfach zu bedienen. An der Oberfläche sehen Sie schon, über das Plus kann ich in verschiedene Register reingehen und kann dann das Ganze erweitern.
Ich kann auch richtige YouTube-Videos einbinden, kann zusätzliche Ton- und Bildspuren einbinden, ich kann Google Maps einbinden, ich kann Book Widgets oder Learning Snacks einbinden, die irgendwie auf anderen Seiten sind. Und damit wird auch schon deutlich, das Tablet in Lehrerhand ermöglicht hier schon, dass der Lehrer, die Lehrerin ein E-Book zu einem bestimmten Thema vorbereitet, in dem alles Wissenswerte und alles Nötige bereits beinhaltet ist und dieses E-Book mit Video, Bild, Tonspuren, Texten, PDFs, die sich auch einbinden lassen, egal welche Art von Dokument, Links sind da drin und dieses E-Book kann dann eben erstmal den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel als fertiges E-Book auf ihr Handy, auf ihr Smartphone, auf ihr Tablet oder auch kollaborativ online zur Verfügung gestellt werden, dass man das Ganze über den Browser aufruft. Und damit hat man auch schon eine Waffe im hybriden Unterricht, wenn also ein Teil der Klasse daheim sein muss oder wenn überhaupt ein ganzer Teil sogar, wenn die ganze Klasse daheim sein muss, hat man hiermit eine sehr, sehr leichte und trotzdem visuell ästhetische Möglichkeit, die Arbeitsmaterialien in einem Schwung den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Und sie verlieren sich nicht mehr in unnötigen Suchen durch das World Wide Web. Ich finde es eine ziemlich praktische Sache und wir arbeiten sehr, sehr gerne damit. Ich benutze es so ziemlich in allen meinen Fächern. Wer das genau anschauen möchte, das Stadtmedienzentrum, es gibt viele Erklärungen, wie man BookReader nutzen kann. Wir haben jetzt mal den QR-Code angegeben vom Stadtmedienzentrum. Wer auf den QR-Code geht und den abscannt mit seinem Handy, entweder über den QR-Code-Scanner oder direkt bei Apple-Produkten über die Kamera, einfach öffnen, draufgehen, dann kommen Sie auf die Internetseite vom Stadtmedienzentrum und das Stadtmedienzentrum erklärt hier in kleinen Häppchen, was man mit dem BookReader alles machen kann. So als Ergebnissicherung nochmal von der heutigen Session, weil 30 Minuten handlungsorientiert ist ein bisschen schwierig. Was wir jetzt vorstellen wollen, ist die App Augmality. Augmality ist so eigentlich unsere Lieblings-App in den letzten Wochen geworden. Augmality ist eigentlich eine App, die gar nicht für den Schulkontext gedacht wurde. Wir haben die Gründerin der App kennengelernt, die sitzt in Hamburg. Und die hat gesagt, eigentlich ist das für die Gastrobranche gedacht gewesen. Und hier verbindet sich analog und digital wunderbar. Mit der App Augmality habe ich die Möglichkeit, selber Arbeitsblätter zu erweitern durch Augmented Reality. Das heißt, es ist eine Alternative zum QR-Code. Ich hinterlege ein Foto mit weiteren Informationen. Und überall da, wo das Bild auftaucht, kann man mit der Augmality App das Ganze abscannen, ähnlich eines QR-Codes, und dann werden weitere Bilder darauf generiert, weitere Informationen, PDFs oder sonst irgendwas. Wir werden das gleich in ein paar Beispielen zeigen, um das ein bisschen genauer zu verstehen. Hier sehen Sie auf der Grafik im Hintergrund ein Arbeitsblatt. Auf dem Arbeitsblatt ist der Körper dargestellt, in Biologie, mit Beschreibungen. Und wenn man dann jetzt dieses Arbeitsblatt durch die Augmality-Brille abscannt, Charlotte, gehst noch mal bitte einmal zurück. Danke. Wenn man das abscannt, dann sieht man, dass der Körper jetzt mit den Blutbahnen auch noch bestückt wurde. Das heißt, man hat jetzt hier ein erweitertes Bild von diesem Arbeitsblatt. Das lässt sich unendlich weiterentwickeln. Das nächste Beispiel zeigt ein Beispiel von unserem Kollegen im Technikunterricht. Im Technikunterricht der Realschule wird ja mit Werkzeug gearbeitet und für das Werkzeug braucht es eigentlich immer wieder die Einführung, wie benutzt man eine Stichsäge, wie benutzt man den Hammer und so weiter und so fort. Und damit dann der Lehrer das nicht immer wieder wiederholen muss, hat er also an die jeweiligen Stellen im Arbeitsraum, in seinem Fachraum, sogenannte Augmality-erweiterte Bilder angeheftet, die dann abgescannt werden können. Und die Schülerinnen und Schüler, die also jetzt an ihre Aufgaben gehen und sich nicht mehr sicher sind, können einfach dann das Ganze abscannen, bekommen sofort das Video, die Anleitung, die PDF und können das nochmal wiederholen. Und der Lehrer braucht eben nicht mehr zusätzliche Links. Bei QR-Codes weiß man gar nicht mehr am Schluss, welches ist der richtige QR-Code jetzt für die Sache gewesen. Und es fällt überhaupt nicht auf, weil in dem Klassenzimmer halt alles ganz normal aussieht,
Nur eben hinter dem Bild, zum Beispiel Brainstorm, versteckt sich eben jetzt eine erweiterte Realität, nämlich weitere Informationen. Und dadurch wird schon deutlich, diese App kann also nicht nur benutzt werden, um Arbeitsblätter zu erweitern, sie kann auch benutzt werden, um Classroom-Management zu betreiben, dass man seinen Fachraum einfach dementsprechend einrichtet, weil immer wieder die gleichen Fragen auch aufkommen von Schülerinnen und Schülern. Und wir denken mal weiter für die Schule, eine Schulhaus-Rallye. An allen Stellen im Schulhaus kann man erweiterte Informationen hinterlegen. Man denke nur an ein Bild, im Kunstunterricht gemalt, was im Schulhaus hängt. Und wenn man dann deutlich macht, dass man dieses Bild abscannt, dann muss der Schüler einfach nur oder Eltern oder Freunde der Schule dieses Bild durch Augmality abscannen. Und dann könnte man zum Beispiel das Making-of sehen, wie das Bild gezeichnet wurde, weil da sich hinten dran zum Beispiel das Video verbirgt, wie der Schüler in den einzelnen Prozessen dieses Bild gemalt hat. Hier also auch eine Möglichkeit, Arbeitsblätter und seine Umgebung digital anzureichern. Ja, jetzt möchten wir gerne beginnen mit ein paar naturwissenschaftlichen Fächern. Das waren jetzt so unsere allgemeinen Apps eher. Und wir würden Ihnen gerne jetzt Praxisbeispiele aus unserer Schule zeigen. Und hier würde ich gerne mit dem Fach Mathematik anfangen. Wir nutzen die Lernplattform Bettermarks. In Bettermarks kann ich Klassen anlegen und aus Büchern verschiedene Aufgaben auswählen, die ich meiner Klasse persönlich zuweise. Dies kann ich von zu Hause tun, also auch wunderbar für den Fernlern- oder für den Hybridunterricht geeignet. Ich kann der Klasse den Zeitraum zuweisen, in der sie die Aufgaben erledigen soll. Das ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Besonderes, sondern das nächste ist, ich kann eben sehen, welcher Schüler hat wie viel geschafft, welcher Schüler hat wo Wissenslücken, welcher Schüler hat alle Aufgaben bearbeitet, aber vielleicht alle richtig oder alle falsch. Und ich kann den Schülern dann auch Wissenslücken zuweisen und diese Wissenslücken, für die kriegen sie dann spezielle Aufgaben, die sie dann auch wieder bearbeiten können und somit ihre Wissenslücken schließen können. Also da hängt ein Algorithmus hinten dran. Für die Schüler ist es eigentlich ganz interessant, weil so ein kleiner Gamification-Ansatz auch mit drin ist, denn sie können Sterne und Münzen sammeln. Das sehen Sie hier in dem gelben Bereich. Eigentlich wirklich eine tolle Möglichkeit, um heute individuell zu fördern. Die nächste App, die ich Ihnen vorstellen möchte, kennen Sie wahrscheinlich alle schon. Das ist die Anton-App, eigentlich bis jetzt eine Grundschul-App gewesen. Mittlerweile jetzt aber durch Corona wirklich auch zumindest für die Sekundarstufe 1 auch noch geeignet, wo in Mathematik wirklich auch Aufgaben zugewiesen werden können und eben wie in Bettermarks bearbeitet werden können, auch im Hybrid- oder Fernlernunterricht. Eine sehr bekannte App, Photomath, kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Sie sehen hier, wie ich das Handy in der Hand halte und im Mathebuch eine App scanne. So können unsere Schüler im Moment hier alle direkt die Lösungen rausfinden für Gleichungen. Sie kriegen sofort einen Graph angezeigt und auch, wenn Sie wollen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit Hilfe derer Sie eben nachvollziehen können, wo war Ihr Fehler. Und das ist eben das, wo ich sagen will, der Unterricht verändert sich auch so ein bisschen. Früher habe ich so mein Lösungsbuch gehütet als Lehrer und mittlerweile möchte ich eigentlich aktiv, dass die Kinder die Lösungen anschauen und versuchen, selbstständig ihre Fehler zu finden und nicht immer mich als Lehrerin rufen und sagen, hier, Frau Kopp, wo ist mein Fehler? Finden Sie ihn ganz schnell. Das nächste Beispiel kommt auch aus der Mathematik. Es geht um den Begriff Flipped Classroom. Das kennen Sie bestimmt auch schon, haben Sie öfters gehört. Bei Flipped Classroom ist es besonders jetzt in Corona-Zeiten ganz oft vorgekommen, dass Schüler im Vorfeld Erklärvideos bekommen, in denen sozusagen der Inhalt erklärt wird und ich in der Schule dann oder eben auch wie auch immer in den Videokonferenzen, wenn wir uns getroffen haben, dann eben die kostbare Zeit für mehr Übung zur Verfügung habe. Das heißt Übung und Vertiefung im Unterricht und im Vorfeld eben die Grundlagen in den Erklärvideos. Sowas kann auch auf einem Arbeitsblatt niedergeschrieben werden, indem Sie QR-Codes oder Links ablegen für die Kinder, die vielleicht noch nicht so weit sind und sich da nochmal Wissen aneignen können. Das ist dann nicht direkt Flipped Classroom und später eben die Aufgaben beantworten.
Ich möchte Ihnen in dieser Folie noch kurz zeigen, die klassische Einführung ist nicht individuell. Das heißt, alle müssen in meinem Tempo, wie ich als Lehrer spreche, eben zuhören und verstehen. Wenn ich im Flipped Classroom-Bereich bin, kann ein Schüler zurückspulen, nochmal anhören, vielleicht einen gewissen Bereich von der Zeichnung länger anschauen, bis er es wirklich verstanden hat. In der Schule habe ich eben vielleicht nicht genügend Zeit zur Übung, weil ich ja die Einführung auch selber mache. Wenn ich den Flipped Classroom-Prinzip wähle, dann habe ich eben mehr Zeit für die Übungen in der Schule und kann vielleicht dann auch weniger oder einfachere Hausaufgaben geben, während ich dann in der anderen Variante eben schwerere Hausaufgaben geben kann. Ja, es ist Geschmackssache. Manche Schüler sind so an die Lehrer gewöhnt, dass sie also andere Videos überhaupt nicht akzeptieren und auch nicht verstehen wollen. Deswegen ist es oft wichtig, dass man vielleicht als Lehrer auch individuelle Videos zur Verfügung stellt. Hier in dem Bereich haben wir ein ganz kurzes Stop-Motion-Video zum Thema Einführung des Satzes des Pythagoras. Das war eine Hausaufgabe bei uns, gemacht mit Stop-Motion als Trickfilm und ist eben eine leichte Möglichkeit, um schnell zum Beispiel auch Dinge zu beweisen. Was Sie hier sehen, ist ein Beispiel aus dem Technikunterricht. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, in einem 3D-Animationsprogramm ihre Traumbude darzustellen. Zuerst wurde gebrainstormt mit Poplet, anschließend mit Roomle, dann der Raum eingerichtet. Das haben sie hier in dem Fall auch gemacht. Es ging dann eben darum, Entwürfe zeichnen, dreidimensional zeichnen, mehr perspektivisch denken. Und was jetzt ganz interessant war, dass wir im nächsten Schritt dann auch die Schüler gebeten haben, eben ihren Raum dann auch vorzustellen. Und wir gucken da einfach mal rein, was der Schüler daraus gemacht hat und film ab. Mit einer Küche, Stuhl, Tisch, Pflanzen, Kühlschrank erstellt wird. Okay, da war der Ton nicht ganz ideal. Ich will es trotzdem versuchen, noch mal kurz zusammenzufassen. Er hat dann durch die Wohnung geführt und hat dementsprechend dazu gesprochen. Und damit war es ein App-Smashing zwischen Poplet, Roomle, später iMovie. Und dann hat das Ganze schon drei Programme durchlaufen gehabt. Was Sie hier sehen, ist auch ein weiteres Beispiel aus dem Technikunterricht. Thema Statik, Brückenbauen mit App und Strohhalm. Im Grunde ging es darum zu überlegen, wie schafft man es ideal und so stabil wie möglich mit Strohhalm. Jetzt gibt es keine Strohhalme mehr, jetzt müsste man sich was anderes einfallen lassen, aber das findet sich bestimmt auch. Wie baut man eine Brücke so möglichst stabil, dass man sie nutzen kann? Und das Ganze ist dann auch mit der App überprüfbar, die kann man so ein bisschen spielerisch überprüfen, an welcher Stelle, wie die Brücke gebaut werden kann, damit sie statisch eben am besten funktioniert. Also da geht es eher um Problemlösungskompetenz. Charlotte, möchtest du? Ja, genau. Also wir haben hier Swift Playground. Heute habe ich ein bisschen Probleme mit dem Sprechen. Es ist eine Programmier-App, die sehr einfach darzustellen ist. Es geht darum, dieses kleine Männchen die verschiedenen Wege entlang zu steuern. Und mit einfachen Codes kann ich eben das wirklich so machen, dass es jeder schafft. Man kann sich dort durch verschiedene Bücher in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchwurschteln und zum Beispiel auch unseren kleinen Roboter hier steuern. Wir nennen sie immer Susi. Wir haben auch kleine Bälle, die man damit steuern kann. Die rollen dann durch unser Schulhaus, mal zum Rektor zum Beispiel ins Zimmer rein oder wie auch immer. Hier haben wir ein Beispiel von Edu Co-Spaces, eine Variante, die es ermöglicht, Schülerinnen und Schüler Augmented und Virtual Reality Räume im Grunde genommen zu programmieren und zu gestalten. Dafür lockt man die Schülerinnen und Schüler auf die Co-Spaces Edu-Seite ein. Jeder Schüler hat dann seinen Account. Ich kann als Lehrer sehen, was die Schülerinnen und Schüler jeweils auf ihrem Bildschirm machen. Und in dem Fall, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, habe ich eine 6. Klasse in Medienbildung beauftragt, den Weihnachtsmarkt nachzubauen.
dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe mit Hütten. Was wird da passieren? Da ist dann eine Landschaft aufgebaut worden. Da laufen dann Figuren von A nach B. Manche haben einen Hund dabei. Und da mussten sie sich eigentlich so eine Crime Story ausdenken, noch zusätzlich, was da passiert, die dann die anderen lösen mussten, wenn sie dann auf diesen Platz gehen. Das Schöne bei dieser ganzen Sache ist, dass man sie sowohl mit Cardboard-Brillen als auch mit einer VR-Brille später dann 360 Grad eigentlich rundum sehen kann. Und das macht es dann natürlich ziemlich spannend, wenn man sich dann durch diese Landschaft, die sie selbst programmiert haben, bewegen kann. Die Schwierigkeitsstufe eben auf dem höheren Niveau ist dann eben auch so Figuren bewegen zu lassen, zum Beispiel, dass der Nikolaus dann von oben von so einer Hütte runterrutscht und dann unten landet. Und dadurch hat man auch ganz viele Niveaustufen. Und was hier ganz schön war, auf einmal haben sich da Schülerinnen und Schüler hervorgetan, die hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Bildschirm, dass die da jetzt richtig, richtig Leistung bringen können. Hier sehen Sie das Baukastensystem um Calliope Mini. Der Calliope Mini kann programmiert werden mit ganz einfachen Befehlen und der hat Leuchtioden an der Seite, die man eben zum Blinken bringen kann und je nachdem, wie man ihn programmiert, spielt er eben einen bestimmten Text ab. Dann darf man auch auf gar keinen Fall vernachlässigen, alles, was Google anbietet, in dem Fall Google Expeditions. Lässt sich wunderbar auf dem Smartphone und auf dem Tablet abrufen, hat sehr, sehr viele Augmented Reality Anwendungen parat. Wenn man Chemie eingibt, findet man doch schon, ich glaube, 6, 7 recht praktische, gute Anwendungen vom Periodensystem, angefangen bis hin zu eben diesem Versuchsaufbau mit der Durchführung. Wäre also auch hier eine spannende Sache, wenn Sie auch eine Cardboard-Brille haben, entweder in Papierform, wo dann die Schülerinnen und Schüler einfach ihr Smartphone reinstecken können oder sogar mit einer VR-Brille. Es geht aber auch einfach im ganz normalen AR-Modus. Und in dem Fall kann ich dann eben Gegenstände in meinem Raum generieren. Und wenn ich durch mein Smartphone oder mein Tablet schaue, ergeben sich dann die Gegenstände direkt vor mir auf dem Tisch. Und ein Kollege hat sich mal gewundert, der kam zu mir ins Zimmer und wunderte sich, warum alle Schüler am Boden rumrutschten und was die am Boden denn suchen würden. Und bis man ihm erklärt hat, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt gerade durch ihr Tablet etwas sehen, was wir nicht sehen können, aber sie können es eben sehen. Und hier habe ich ein Beispiel, wo ich in dem Fall ein Foto gemacht hatte von Charlotte. Lohnt sich auf jeden Fall Google Expeditions. Für so ziemlich alle Fächer ist da immer was Interessantes dabei. Von der Didaktik her empfehlen wir aber die AR-Anwendung eher gegen Ende von einer Einheit immer zu implementieren. Oftmals ist der Mehrwert nicht immer sofort erkennbar, es sei denn, die Arbeitsmaterialien sind so ausgearbeitet, dass man dann in dieser AR-Anwendung etwas machen muss, was ein bisschen komplexer ist. Also man muss ein bisschen wegkommen von diesem, wir schauen uns das Ganze einfach nur an. Hier haben wir den Book Creator nochmal als Versuchsdokumentation. Wir werden jetzt hier nicht länger drauf eingehen, weil wir wirklich nicht mehr lange Zeit haben, um Ihnen noch ein paar Beispiele zu zeigen. AK Mini Labor kennen Sie wahrscheinlich, ist eine der bekanntesten Chemie-Apps, glaube ich, wo Sie das Periodensystem und so weiter und so fort, verschiedene chemische Reaktionen und so weiter nochmal darstellen können. Diese App heißt Chemist. In Chemist können Sie, Chemist ist sozusagen ein tragbares Chemielabor. Hier können Sie zum Beispiel den pH-Wert bestimmen von Schwefelsäure oder was ähnlichem und Sie können Wasser hinzugeben und so weiter und so fort. Also Sie können Versuche nachbauen oder nachstellen. Vielleicht noch eine letzte oder zwei letzte Seiten noch, Max. Mhm. Für Physik hat sich die Webseite LIFEY ziemlich gut angeboten. Da gibt es doch sehr, sehr viele Arbeitsmaterialien und Inhalte und Vorschläge für Experimente im Physikunterricht, aufgeteilt nach Jahrgangsstufen und Bundesland. Aber wahrscheinlich als Physiklehrer ist man da definitiv schon drüber gestolpert. Das ist so einfach so ein Klassiker, den sollte man einfach kennen. Dann auch interessant ist die App FET-Simulationen. Die kostet zwar ein bisschen was, aber sie ist das Geld wert. Auch hier aufgeteilt nach verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen, Altersstufen, werden hier
im Grunde genommen Lernsituationen angeboten und Simulationen, zum Beispiel wie Atome reagieren, wie Energie erforscht werden kann. Und wir finden es eine ganz schöne Sache. Das Geld ist es wert, in Lehrerhand die paar Euro sinnvoll einzusetzen. Und damit hat man doch sehr viele Möglichkeiten im Unterricht. Ja, wir konnten Ihnen jetzt leider nur einen ganz kleinen Einblick geben in unseren Erfahrungsschatz und jede App auch nur ganz kurz anreißen, was immer ein bisschen schade ist, weil man den Hintergrund dazu oder die Erfahrungen dazu nicht erklären kann. Ja, halbe Stunde Zeit, die ist jetzt um. Wir hoffen, Sie konnten wenigstens trotzdem ein bisschen was mitnehmen und vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwann, irgendwo.